Hallo. Hi, schön, dass du wieder da bist zu unserer zweiten Sitzung, wie man vom Mädchen zur Frau wird. Ja, total schön. Letztes Mal habe ich dir ja bereits einige Informationen gegeben, wie zum Beispiel, dass du ab jetzt einmal im Monat aus deiner Vagina blutest und was damit alles einhergeht, dass deine Brüste wachsen und. Die Grundlagen hast du also. Wie läuft's denn damit? Läuft super. Schön. Ich habe gute Nachrichten für dich. Ja? Das war noch nicht alles. Meinst du nicht, es gibt gute Nachrichten? Es gibt noch einiges mehr, womit du, jetzt wo du immer mehr zur Frau wirst, konfrontiert wirst. Oh. Okay. Zum einen werden Haare anfangen zu wachsen an Stellen, wo bisher keine Haare gewachsen sind. Das heißt? Vor allem unter den Armen, an den Beinen und im Intimbereich. Oh, tolle Wurst. Es können sich aber auch durchaus welche am Bauch oder an den Brustwarzen bemerkbar machen. Ja, je nachdem, wie funky deine Haare drauf sind. Ah ja, ich kann mich vor Freude kaum halten. Mit zunehmendem Alter werden es immer mehr und mehr und mehr Haare. Super, ich kann mich ja rasieren, wenn ich möchte. Sie breiten sich in alle Richtungen aus. Okay? Ich hab's verstanden. Das alles wäre theoretisch überhaupt kein Problem, denn Haare sind etwas völlig Normales und Dehnungsstreifen und Zellulite im Übrigen auch. Und sich nicht zu rasieren oder Dellen in der Haut zu haben, wird immer mehr akzeptiert und sogar gefeiert. Das ist toll! Aber jetzt, wo dein Körper immer fraulicher wird, wirst du auch zunehmend mit völlig unrealistischen Schönheitsidealen konfrontiert werden. Und diese Ideale wollen dir weismachen, dass das alles eben nicht normal ist. Sondern was soll dann normal sein? Lass mich doch mal kurz schauen. Also, Kleidergröße 36, pralle Brüste, runder, knackiger Hintern, schmale Taille, volle Lippen, schöne Haare und reine, glatt rasierte Haut ohne Dellen oder Fettpölsterchen, um nur einige der Merkmale zu nennen. Okay, aber wenn ich mir viel Mühe gebe, dann kann ich ja vielleicht aussehen. Lass mich dir eins sagen, wenn du versuchst, diesen Idealen zu entsprechen und dich mit den Leuten, die dir in der Werbung oder auf Social Media gezeigt werden, vergleichst, dann kannst du nur traurig und frustriert werden. Oh. Okay. Also, lass es lieber und sei dir bewusst darüber, dass diese Ideale nicht, und zwar überhaupt nicht, der Realität entsprechen. Gut, ich versuch's. Lasse, ganz toll. Übrigens, im Zuge dieses ganzen Zur-Frau-Werdens kommst du sehr wahrscheinlich auch mit deiner Sexualität in den Kontakt. Das wird ja immer besser. Oh ja, das ist wirklich ein ganz fantastischer Punkt. Unheimlich aufregend. Ich kann mich kaum halten. Mich auch nicht. Wahrscheinlich wirst du merken, dass sich da unten was tut und du, nun ja, sagen wir mal, feuchtfröhliche Gedanken entwickelst. Und vielleicht entwickelst du eine bestimmte Präferenz oder du magst alle Geschlechter, da ist alles offen und alles erlaubt. Gut. Diese ganze sexuelle Findungsphase kann auch sehr, sehr verwirrend sein, nur damit du es weißt. Ich finde das alles sehr verwirrend. Probier einfach aus, tu, was dich glücklich macht und lass es krachen. Lass dir auf keinen Fall eintrichtern, dass du weniger Spaß haben darfst, weil du eine Frau bist. Warum sollte ich denn weniger Spaß haben dürfen? Weil Frauen ein buntes Sexualleben meist als etwas Negatives angehangen wird. Ja, ich weiß, wir haben 2022, aber glaub mir, es gibt immer noch genügend Menschen, die diesem Denkmuster folgen. Das ist ja voll uncool. Das kannst du aber laut sagen. Im Zuge dieses ganzen sexuellen Auftriebs darfst du und solltest du dann auch anfangen, regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen, um zu checken, ob da untenrum alles Roger ist. Ach, das heißt, ich muss mich von einer fremden Person nackt ausziehen? Ja, aber natürlich! Und dich breitbeinig auf einen Stuhl setzen, um dir da untenrum wurschteln zu lassen. Aber mach dir nichts draus. Das gehört nun mal dazu. So, und ist auch gar nicht schlimm. Nur der Abstrich mit der kleinen Kratzbürste ist ein wenig, ja, unangenehm. Wieso? Wie fühlt sich das denn an? Na ja, in etwa so, als würde dir kurz jemand mit einer Spülbürste den Gang zur Gebärmutter schrubben. Übertreibst du jetzt? Weiß nicht, find's heraus. Ist aber alles kein Grund zur Panik. Das klang gerade etwas anders, aber... Nein, nein! Frau sein ist etwas Tolles. Und jetzt raus. Zack, zack! Okay, ja, danke für alles. Gerne doch, bis zum nächsten Mal. Und die Moral von der Geschichte, das alles ist kein Grund zur Panik und nicht der Untergang der Titanic. Wie bei allem im Leben nervt's manchmal voll, doch am Ende ist Frau sein wirklich toll.